hatte nur Angst, von einer meiner Feuerlöscherbomben gesprengt zu werden. Ja, Mann. Nur ein Ausschnitt. Ja, Kästchen. Mit dazu. Oh, Kaffee. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffee Haag. Beste ist noch aktiv, ja. Auf zu Tabit. Tabit. Wow! Tschüss, Dave. Kante, kannst du mal so, ja. Echt jetzt? Ja. Unbedingt was gegen Fallschaden unternehmen. Gucken wir, ja. ob ich Liegst du daneben? Liegst du daneben? Was? Nee, tatsächlich nicht. Oh. Ich hab's tatsächlich überlebt. Da war höchstens 2 AP, Alter. Ja, waren's auch. Was? Also ich glaube 8. Kann man da nicht, da kommt bestimmt noch was leveln, oder? Gegen Fallschaden. Na, du könntest halt einfach Hecksprung lernen und dich abholen. Ja, das habe ich schon gelernt, aber ich vergesse es jedes Mal. Kennst du das ja? Alternativ kann man sich bei bestimmten Sprüngen, in bestimmten Situationen auch einfach mit dem Enterhaken retten, indem man ihn auch vor sich auf den Boden wirft. Stimmt. Das hat jetzt gerade allerdings bei der Fallhöhe nicht funktioniert, warum auch immer. Gewonnen, bin Erster. Achso, das bist gar nicht du. Da. Alter, ich hasse diese Schlösser. Ah, fantastisch. Ich verspreche diesen Stempel im vollen Ausmaß meiner Korruption. Erheblich ist zu wissen. Erzählen Sie mir von dem Vorratslager. Diese Vorsichtsmaßnahme war nötig. In der Altstadt leben einige sehr reiche Bürger. Sie wussten, dass die Slums ihre mageren Vorräte bald aufgebraucht hätten und die Armen dann wie Heuschrecken über uns herfallen würden. Also haben Sie Vorräte gebunkert? Der Bunker ist unter dem Rathaus. Ich überwache Ihr Vorankommen über die städtische Frequenz. Funken Sie mich an, wenn Sie weitere Papiere vom Bürgermeister brauchen. Von mir bekommen Sie alles. Haha, sehr gut. Prüfen Sie den Bunker unter dem Rathaus. Der natürlich so gleich tun. So, da warten wir kurz auf Dante. Oh, hier. Sehr schwer. Warum habe ich eigentlich das böse Gefühl, dass das Rathaus eines dieser hübschen, in gelbe Folie eingepackten Gebäude ist? Waren wir nicht schon im Rathaus, sag mal? Wir sind quasi im Rathaus. Es ist nicht in gelbe Folie eingepackt, aber es ist gelb. Lass die Kiste jetzt endlich mal auf. Das ist sehr schwer, Mann. Was dauert denn das so lange? Oh, Alter. Ne, das wird. Oh, willst du mal probieren? Das ist, wenn du ein bisschen nach links drehst, kommst. Aber ich bin das echt zu grobmotorisch jetzt. Wie immer also.
What? Aber wir sind nicht links. Da ist die Stelle rechts. So, wie schwer ist es immer noch, die erste Position zu finden. Ja. Ich muss noch looten, gell? Wenn jetzt gar nichts drin ist, ja geil. Aha. Oder hab ich schon genommen im Bahn? Kann auch sein. So, was ist denn? Oder was? Ja, schon immer. Drüben, das gelbe Gebäude ist hart, das ja. Ach, echt jetzt? Hm? Ja, nein! Ich will da nein? Nein! Was unten tut er? Ich wollte da unten hin. Hallo Zombies! Moin! Geh mir vom Appelle, du weißt nicht, das Zombie schon. Die Haupttür rein. Und wir nehmen die hier einfach. Was nehmen wir? Die Tür. Tura, Tura. Kennst du die? Die Schwester von He-Man. Okay. Jetzt kommt eine She-Hulk-Serie, ne? Voll cool eigentlich. Denn voll oft bei Marvel. So, der Bunker. Prüfen Sie den Bunker unter dem Rathaus. Ja, der ist hier irgendwo. Bestimmt Fahrstuhl, denke ich mal, oder? Ja, Treppenhaus. Treppenhaus klingt richtig. Facility. Die gelbe Markierung. Sitz. Nacken oder was? Ja, natürlich. Ah. Lass sie doch hin. Spiel du mal mit dem. Hab ich. Ein Schuss, Gesicht tot. Tabit, hören Sie mich. Wenn Sie im Rathaus sind, könnten Sie mir dann ein paar Sachen aus dem Stadtratsbüro mitbringen? Wo ist die Schlüsselkarte für den Bunker? Ah, die Schlüsselkarte, natürlich. Natürlich. Aufgrund einer Reihe tragischer Ereignisse wurde die Karte oft herumgereicht. Aber ich glaube, sie landete letztlich in den fähigen Händen von Police-Captain Halim. Besorgen Sie sie von ihm. Warum hat er den Bunker nicht selbst aufgeschlossen? Leider hat Captain Halim kein Interesse mehr an materiellen Dingen. Dieser Tage schlurft er lieber mit einigen anderen ehemaligen Polizisten durch die K-Street. Vielleicht erinnern Sie sich dunkel an den gemeinsamen Job. Hä? Okay, wir müssen, glaube ich, raus in die Schlüsselkarte holen. Ja, ich wollte jetzt hier aber erstmal looten. Okay. Ja, sag mal, spielt er wieder auf? Und Toter, oder was? Was ist denn los? Nachdem hier gerade drei Bloater explodiert sind. Bloater. Der guten alten Bloater, Junge. Wo ist der? Ah, und so viele schöne Dietriche. Dietrich Olli oder Bürger Lars? Arschloch.
Angenehm, Dante. Angenehm, Dante. Eigentlich ist die Def wieder aufmachen müsste, aber dann sind wir morgen noch hier. Wo ist die gute Loot nicht? Wo ist noch gute Loot? Einer schweren Kiste, die ich gerade aufgeschlossen habe. Ja klar, nehme ich. Nägelchen. Oh, heftige Hacke. Schön. Ja, komm auf zur K-Street. Ich habe ein Rendezvous mit dem Police-Officer... weiß nicht, Padim oder wie er hieß. Immer noch Loot hier. Loot tut gut. Ja. Kommen wir gleich wieder. Ja, und dann ist neuer Loot da. Stimmt, kann sein. Das kann natürlich sein. Alter, mach doch mal den Porno-Download aus. Ja, Mann. Ich glaube, der Officer ist bestimmt so ein Rammer oder irgend sowas, hast du gesehen. Geil. Ich hab eine Kiste geknackt. Ich grill Zombies. Oh. Da war ein Zombie mit hier drin, so ein Scheiß. Abflug, oder? Ich bin doch schon abgeflogen. Ich häng doch schon oben an der Auswand. Also die fallen doch richtig gut bei dem Mob vor der Tür. Zu viele für die Bäume. Ja, viel Spaß. Ich hab deinen Officer gefunden. Echt? Du bist ein Ram-Typ, gell? Ja, ich hör's schon. Was sonst? Gut, dass ich mein Gewehr hab. Aua! Junge! Gott, aua! Hinter dir! Ein HP, Alter! Geil, guck mal, ich bin Jesus! Oh, hohoho, scheiße! Wo? Da hier oben? Ah ja, hallo Jesus! Bist du nicht tot? Haben sie ans Kreuz genagelt? Achso, wieder aufgestanden. Nee, ich kann auf Wasser laufen. Um den Dicken jetzt kümmern. Boah, ich kümmere mich gerade um Rice Man und das Chip-Paket hier. Oh.
wollte sterben, aber konnte nicht. Danke, Captain Halim. So, komm. Noch ein GAI-Paket. Ja. Wo ist das andere, was du eben geholt hast? Da, wo mein Marker ist. War das in so einer Führung, also in so einem Ding so innen drin? Ja, so wie alle, Wasser oben. Da ist keins mehr. Was ist die spawnt? Keine Ahnung. Na egal. Egal. Halten das mal jetzt so einfach so dahin. Oh, zu Hause schon gespawnt. War nicht schlimm. Hätte er mitgehen können. Selbst schuld. Ein See aus Blut hier. Achso, du musst ja wieder ins Rathaus rein. Da kommen wir die ja noch nicht mehr, denke ich mal. Ach Quatsch, die kommt gleich bestimmt noch. Nachdem sie den kleinen Dicken hingelegt hat und den großen Dicken. Schön, dass die Türen alle wieder zu sind, die wir gerade aufgemacht haben. Warte mal, das ist kein Zombie, oder? Nö. Ach, Tobit! Tobit! Auf Befehl des Bürgermeisters gehört alles in diese Bunker jetzt mir! Verschwinde, Dieb! Okay. Warum hast du denn das gekillt? Was soll denn das? Ja, wolltest du so. Er ist angegriffen. Oder nee? Nee, hat er nicht. Ich hab nur gesagt, das gehört jetzt alles ihm. Verschwinde, Dieb. Lass mich doch nicht Dieb nennen von irgendeinem Dieb. Was? Oh Mann. Porno down und raus, dann wächst nicht so. Nicht muten Porno-Download aus, dann leckt es nicht so. Ich hab ein Stück Wasser getrunken. Ich hab keinen Porno-Download an. Weil ich an dir hörst dich. Ja klar, deswegen höre ich dich wie Robocop. Ja, aber weil ich bin grün, ich meine, aber Discord ist grün, ich sehe es auf dem rechten Bildschirm, alles grün. Links ist grün. Mehr kann ich nicht tun, tut mir leid. Ist eine Kiste? Nee, eine Kiste, hier sind überall Kisten. Ja. War übrigens ein toller Vorratsbunker. Wieso haben hier eigentlich so viele Menschen gewohnt? Hm. Im Vorratsbunker. Überall Betten und sowas. Und Leichen. 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 Martin. Jetzt die Kiste ja ruhig mal aufschließen können, wenn du schon eine findest. Hab ich doch. Ja, hast du nicht. Hier drüben, die hab ich auch. Ich jetzt gerade. Ja, das ist hier. Von der hier rede ich, mit dem Katana. Oh ja. Wildes Cut-A.
Oh, Inventar voll. Inventar? Aha. In dem Fahrstuhlschacht, glaube ich, kommen wir weiter. Ethan, hier Crane. Ich bin in einem Vorratsbunker unter dem Rathaus. Wir haben den Jackpot. Tolle Nachrichten, Crane. Danke. Hast du Tabit echt dazu gebracht, dir zu helfen? Ja, aber ich musste ihn leider auch töten. Verstehe ich total. Ist durch den Lüftungsschacht, oder? Vielleicht. Und der Raum mit Storch ist dazu. Da muss ja der Lüftungsschacht sein. Ja, sehr gut, da haben die doch so genug zu essen. Boah, so viele Katastrophen, dieses Paket. Alle meine. Alle meine. Hm. Ja, kannst du nicht nehmen. Sehr hab gut. Hab ich doch gerade. Dann ist die Quest abgeschlossen. Hab doch gerade 5 Katastrophen-Pakete aus dem Schrank genommen. Hier sind noch 2. Auch meine. So, weg. Ja, ist klar. Ja, wie ist klar? Wenn ich aufhebe. Wenn ich nicht aufhebst. Saft. Und dann ist die Quest aber abgeschlossen für mich, also fürs Dings. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt.